Und meine Damen und Herren, jetzt frage ich mich mal, wo liegt denn hier eigentlich der Skandal, den hier manche herbeischreien wollen? Ich finde es peinlich. Und hier war gerade mal von Scham die Rede. Ja, ich würde anstelle des ersten parlamentarischen Geschäftsführers der AfD und seiner Verwaltungsleitung im Erdboden versinken angesichts der Debatte, die wir hier führen. Denn, meine Damen und Herren, wir haben am 13. Oktober im Vorältestenrat das erste Mal darüber geredet, dass der Anpassungsmechanismus, den dieses Gesetz vorsieht, geändert werden muss vom Deutschen Bundestag und dass das bis zur dritten Kalenderwoche im Januar 2018 erfolgen muss. Kein Widerspruch, keine Wortmeldung, kein Wortbeitrag der AfD, meine Damen und Herren. Wir haben darüber, meine Damen und Herren, und dann reden wir hier mit den Damen und Herren über Scham oder Peinlichkeit. Ich gucke da nur nach rechts, wenn ich das gerade sehe bei der Debatte. Frau Hasselmann. Meine Damen und Herren, dann haben wir am 11.12. in der Runde der parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer wieder über dieses Thema geredet und haben uns vereinbart, heute dazu eine Beschlussfassung im Deutschen Bundestag vorzunehmen, das auf die Tagesordnung zu setzen. Es gab weder einen Widerspruch von Seiten des ersten parlamentarischen Geschäftsführers noch eine inhaltliche Anmerkung zum Thema, meine Damen und Herren. Frau Hasselmann. Und da werden heute die Backen so aufgeblasen. Wie scheinheilig ist das denn? Frau Hasselmann, Leute, nein, ich lasse keine Frage zu. Wie scheinheilig ist das denn? So, und jetzt zuletzt meine Redezeit. Also, und dann zuletzt, ja, dann höre ich von Journalisten, mein Gott, die AfD hätte sich auch noch drum kümmern müssen, dass das überhaupt zur Sprache kommt. Was für ein Blödsinn, meine Damen und Herren. Die haben noch nicht mal einen Antrag auf Aussprache gestellt, der kam von der CDU-CSU.